Heute bringen wir Ihnen wieder ein bisschen Glanz und Glamour ins Studio, vor allem aber schöne Dinge, die Sie gerade zur Weihnachtszeit schützen sollen und damit erstmal ein herzliches Willkommen zu Leichter Leben. Und ich freue mich, wenn er bei uns ist, unser Jean von Lux, denn er hat auch immer wirklich tolle Produkte, die jetzt auch genau in diese Jahreszeit passen. Was du heute mitgebracht hast, darüber reden wir gleich, aber du bist nicht der Einzige, der unsere Zuschauer verwöhnt, sondern sie ist natürlich heute auch wieder am Start, denn das ist die Berlin-Woche für Gabriele Iazetta. Zum letzten Mal in dieser Woche präsentiert sie ihren intelligenten Schmuck, dann erst wieder im Jahr 2017. Und sie hat Ihnen heute auch wieder etwas Göttliches mitgebracht. Was, das verrät sie auch. Außerdem skypen wir mit Prinz Mario Max zu Schaumburg-Lippe. Wir haben Roxana Paul noch dabei und Madeleine Ley, die Ihnen auch ein bisschen Ruhe und Harmonie fürs Weihnachtsfest schenken will. Denn darum geht es. Gerade zu Weihnachten, da will man sich ein bisschen vorbereiten, da will man Harmonie, da will man mit der Familie schöne Tage verbringen. Und auch dein Set, das du heute mitgebracht hast, ja, steuert in die richtige Richtung, oder so? In das Thema Besinnlichkeit, genau. Also ich durfte ja schon vor fast einem guten Jahr das erste Mal meine CD mit Jesus Christus, die ich gechannelt habe, diese Meditations-CD vorstellen. Und jetzt bin ich dankbar natürlich hier zu Weihnachten, dass es auch noch pünktlich bei den Zuschauerinnen und Zuschauern ankommt, ein Päckchen geschnürt zu haben, denn nebst meiner CD Geburt deines wahren Selbst, Einweihung in die höchste Herzenskraft, gibt es natürlich dazu auch noch von meinem Kompagnon, dem Georg Huber, mit dem ich zusammen den Verlag habe, Botschaften des Lichts, nämlich die Begegnung Christus und der Liebe India. Ich nehme mir kurz mal das Glas zur Seite, damit man es einfach noch schöner genießen kann, sonst sind wir so abgelenkt. Und weil natürlich diese Zeit jetzt um das Christusfest herum, um Weihnachten herum, natürlich auch mit anderen Lichtwesen wie den Engeln verbunden ist, haben wir natürlich gedacht, wir möchten den Zuschauerinnen und Zuschauern natürlich noch etwas mehr hinzufügen. Deswegen haben wir eine handgeschöpfte Erzengel-Uriel-Kerze, die auch wirklich Vanilleduft verströmt. Und die sind handgemacht von Leifien von Lux. Also der hat sich da wirklich hingestellt und macht die wirklich in Handarbeit. Und die sind ganz, ganz einfach anzuwenden, indem man nämlich die einfach anzündet und brennen lässt. Denn Erzengel Uriel ist unter anderem der Erzengel, der natürlich für die Wünsche auch zuständig ist und auch für die Erfüllung von Dingen. Aber wir dachten, das kann natürlich immer noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Deswegen haben wir hier diese wunderbaren Aufkleber. Und zwar, das ist das Siegel von Erzengel Michael. Und zwar, einige von Ihnen kennen das sicherlich aus der Engelmagie. Und ich habe ja gerade dir, Andrea, schon im Vorfeld erzählt, dass ich jetzt Montag wirklich am eigenen Leibe, Sonntag am eigenen Leibe, erfahren habe, wie sehr das wirklich schützt. Denn wir hatten einen Autounfall in Deutschland, aber uns ist wirklich nichts passiert. Und ich habe das im Auto, ich habe es im Geldbeutel, ich habe es auf dem Handy, ich habe es auf dem Laptop, ich habe diese Siegel überall. Und wir fahren eine S-Klasse und der Partner hatte schon Angst, dass da die ganze Seite aufgeritzt gewesen wäre. Ich bin dahin und bin damit Hand drüber. Es war wirklich wie Staub, war weg. Wir mussten nichts reparieren. Das Einzige, was war, den Reifen ersetzen. Aber es hätte ja wirklich viel passieren können. Und da muss ich echt sagen, bin ich dem Erzengel Michael sehr, sehr dankbar. Ich glaube, wir sind ihm alle dankbar, dass er da im Grunde genommen sein schützendes Händchen über euch gehalten hat. Was Sie heute bekommen, das ist wirklich ein tolles Weihnachtspaket. Und zwar geht es um das Christus-Set. Jean von Lux hat es gerade wunderbar erklärt, was alles in diesem Set enthalten ist. Und ich habe die Freude, Ihnen diesen wunderbaren Preis zu erklären. Denn 39 Euro, das ist im Grunde genommen wirklich immer dieser Vorteilspreis für unsere Zuschauer. Für die, die leichter Leben genießen, die sollen auch wirklich tolle Preise genießen können. Und deswegen bekommen Sie heute auch dieses Christus-Set eben zu einem Preis von 39 Euro. Sie können natürlich auch im Internet einkaufen. Da liegt der Preis allerdings wesentlich höher, nämlich bei 51 Euro. Aber man bekommt hier wirklich ein Paket, das einen schützend wirklich auf Weihnachten vorbereitet. Die CD ist es eine CD im Grunde genommen auch auf die Besinnlichkeit, eine Meditations-CD, eine CD, die mich schon in diese Stimmung der Harmonie bringt? In der Tat. Also es sind ja sozusagen vier Meditationen, die man hat. Zwei Stück eben auf der CD, wo von mir Jesus Christus einander gechannelt wird, also wo ich ja diese medialen Durchgaben gebe. Und die andere CD, Begegne Christus und der Liebe in dir, das ist eine CD, die, die einfach auch dahin führt, zu Christus führt, in diese Christuskraft, in dieses Christuslicht, also in das Licht von Jesus Christus. Und wenn nicht jetzt, wann, dann ist es gut, sich mit Jesus Christus zu verbinden und halt diese wunderbare Zeit, in der wir jetzt leben,
auch zu nutzen, um meditativ sich natürlich auch auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Ich habe natürlich ganz bewusst, ich wollte eigentlich eine Woche später erst herkommen, dann dachte ich, nee, es ist ja wichtig, dass halt auch die Zuschauerinnen und Zuschauer das alles noch vorher, vor Weihnachten bekommen können. Deswegen bin ich jetzt doch eine Woche eher da. Und man bekommt hier wirklich ein tolles Set und vor allem mit lauter Dingen, die uns und unserer Seele gut tun. Das heißt, wenn wir die passende Musik haben, wenn wir die passende CD auflegen, dann merken wir ja schon, dass wir in eine andere Stimmung kommen. Und auch die Kerze, die dabei ist, Kerze, Licht, das bedeutet ja auch immer, wir lassen das Licht in uns fließen. Und auch da kann man wahrscheinlich wirklich tolle Abende der Meditation dann verbringen, um wirklich zu dieser Ruhe und auch, naja, zu dieser Besinnlichkeit zu kommen. Da hast du völlig recht, Andrea. Und vielleicht zu der handgeschöpften Erzengel-Uriel-Kerze vielleicht noch die Info, dass natürlich auch um die Weihnachtszeit herum, in der Weihnachtszeit, ja auch das bekannte Weihnachtswunder wirken kann. Und da darf natürlich die Kerze auch ein Stück weit Hinweis sein, eben wenn man diese Kerze anzündet, ganz bewusst mit einem Wunsch, der sich erfüllen darf, wirklich zu verbinden. Und Erzengel Uriel ist eben der, der halt für die Erfüllung der Dinge und ja, dafür dasteht. Ich finde das immer sehr schön, weil du jemand bist, der wirklich Glamour, der Glanz ausstrahlt, aber der auf der anderen Seite den Leuten auch wieder was Bodenständiges mit an die Hand geben möchte, nämlich dass man eben zu diesem Glauben finden kann. Und hier bekommen Sie mit diesem Christus-Set wirklich ein tolles, geschnürtes Paket von Saint von Lux und das für einen wirklich tollen Preis von 39 Euro. Da sind vier CDs insgesamt enthalten. Zwei CDs mit vier Meditationen. Geburt deines wahren Selbst und die CD Begegne Christus und der Liebe. Dann die Engel-Aroma-Kerze Uriel, Düfte regen uns ja auch in irgendeiner Form nochmal an. Und der Schutzaufkleber Michael, mit dem du schon gute Erfahrungen in letzter Zeit gemacht hast. Das darf ich so sagen. Und vielleicht zu der Erklärung. Man sagt halt auch, dass dieses Siegel schon aus der Zeit von König Salomon, also wirklich aus biblischen Zeiten, seitdem auch verwandt wurde. Ich würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, das alles zu erklären. Aber man spricht davon, dass schon König Salomon mit diesem Siegel gearbeitet hat. Man weiß ja, der Weise König Salomon und die vier Begrifflichkeiten, die da draufstehen, einfach übersetzt Michael, der Begriff steht für wer ist wie Gott und dann die drei anderen Begrifflichkeiten bedeuten einfach Herrscharen, also dass nicht nur Erzengel Michael, sondern seine ganzen Legionen, die Herrscharen, die Besitzer davon wirklich beschützen und dann haben wir noch Feld, dass nicht nur wir geschützt sind, sondern auch die Felder um uns herum und genau, und Athanatos heißt übersetzt Unsterblichkeit. Also, dass egal was passiert, wir einfach wirklich immer geschützt sind. Auch ein tolles Geschenk im Grunde genommen für jemanden, der einem nahe steht. Den will man natürlich auch mit Schutz ins weitere Leben schicken. Und auch für Weihnachten ist das ein schön geschnürtes Paket, das Sie heute wirklich zu einem absoluten Vorteilspreis bei Leichter Leben einkaufen können. Unter unserer Bestellhotline der eingeblendeten Telefonnummer. Da ist die Internetseite natürlich auch eingeblendet. Lohnt sich auch vorbeizuschauen. Allerdings sollten Sie heute lieber sich für das Christus Set heute entscheiden, denn bei Leichter Leben, da sparen Sie richtig viel Geld. Anstelle von 51 Euro, wie es im Internet angeboten wird, zahlen Sie hier nur 39 Euro. Aber das ist nicht das Einzige, was du mitgebracht hast, sondern du willst die Menschen eben mit guten Emotionen stärken und wie er das macht, das wird er uns gleich noch erzählen. Jetzt geht es gleich weiter mit unserem Prinzen, Prinz Mario Max zu Schaumburg-Lippe, eine andere glamouröse Figur und wir reden natürlich über die Königshäuser und wie die sich so auf Weihnachten vorbereiten. Das würde mich heute mal interessieren. Ein herzliches Willkommen und Hallo. Mein Name ist Orina. Man nennt mich auch Madame Zamira und bin ein schamanisches, universelles Lichtmedium, verbunden mit den Engeln. Was auch immer jetzt auf Ihrer Seele drückt, wenden Sie sich vertrauensvoll an mich. Es gibt immer eine Lösung, denn am Ende eines jeden Tunnels ist ein Licht. Nun freue ich mich auf unser persönliches Gespräch. Reiche Ihnen meine Hand. Herzlich willkommen. Mein Name ist Sonja Lappesen. Lebensberatung ist neue Sicht und Handlungsweisen zu entdecken. Hinter jedem Problem, was Sie gefangen hält, verbirgt sich die Chance. Meine Ziele in der Beratung sind positive Veränderungen. Ich erkenne Hintergründe und Zusammenhänge. Ich helfe Menschen, ihren Gefühlszustand zu verbessern und ihr Ziel zu erreichen.
Ich freue mich auf unser Gespräch. Heute, da wollen wir mal ein bisschen über die Königs einiges erfahren, wenn es ums Thema Weihnachten geht. Dass unser Prinz Mario Max sich auch in Weihnachtsstimmung bringt, nämlich im schönen Salzburg. Das hat er uns ja letzte Woche schon erzählt. Aber ist es denn generell so, dass sich die Königshäuser auch wirklich mit dem Thema Weihnachten beschäftigen und vor allem auch an ihre Kinder Traditionen, Werte weiter, an die Kinder Werte weitergeben? Wenn wir den kleinen George zum Beispiel mal nehmen, kann man sich vorstellen, dass der George mit der Kate in der Küche steht und Platz hat? Backt. Ja, liebe Andrea, es ist tatsächlich so, dass Weihnachten sehr hochgehalten wird, denn in den Königshäusern geht natürlich ganz viel immer alles um Termine, dort und da und Staatsreisen, alles ist so hochoffiziell. Und dann nimmt man sich wenigstens mal in der Feiertagszeit ein wenig Auszeit. Das heißt, da ist dann wirklich Plätzchen backen mit der Familie angesagt oder auch mal an Geschenken basteln. Denn an Finanzen mangelt den Königshäusern nicht. Das heißt, da kommt es dann mehr auf die herzlichen Geschenke drauf an, was ihnen wirklich Freude macht. Da wird gebastelt, da wird was Lustiges im Internet geshoppt. In die Einkaufsgeschäfte geht man persönlich kaum. Außer die nordischen Königshäuser wie in Schweden und Dänemark, Finnland, die gehen auch mal in die Einkaufsstraßen was kaufen. Aber sonst wird hauptsächlich das Originelle gesucht für Weihnachten. Und das Besinnliche, dass man sich wirklich aufeinander konzentriert. Aber das ist ja verrückt. Also da sieht man wieder den natürlich Unterschied. Ne? Die Skandinavier, die sind ja eh ein bisschen cooler, die sind lockerer. Das heißt, die kaufen ihre Geschenke selber. Und bei dem englischen Königshaus ist es dann so, dass die Queen auch jemand ist, die dann ihre Leute hat. Also ich vergleiche das jetzt mal mit dem großen Direktor einer Firma, der die Sekretärin losschickt, um für die Frauen Weihnachtsgeschenk zu holen. Also ist die Queen auch diejenige, die es gar nicht interessiert, sondern die sagt, ich verlasse mich da auf meine Leute? Nee, die Queen, die sucht persönlich aus, aber ganz limitiert in dem Bereich der Produkte, die sie mag. Es gibt ja zum Beispiel eine Handtaschenmarke, die die Queen immer ausstattet. Die Handtaschen sehen ja alle gleich aus, sie haben nur verschiedene Farben. Und wenn sie zum Beispiel eine Dame beschenkt, jetzt wie zum Beispiel Herzogin Kate, dann sucht sie sich bei ihrem Hoflieferanten, der zu ihr nach Hause kommt, mit einer Selektion von 20, 30 Taschen, dann sucht sie sich da 10 Taschen aus und dann schenkt sie Camilla eine Tasche, Kate eine Tasche und der Fergie sogar eine Tasche. Also das funktioniert dann so, dass sie wirklich nur das Beste aussucht, was sie sich selbst auch kaufen würde von ihren Hoflieferanten. Auswählt tut sie selbst, aber vorgelegt wird ja alles im Buckingham Palace. Die kommen da tatsächlich mit einem Lieferwagen an und das wird alles aufgebaut in einem Salon. Die Königin kommt rein, sagt kurz Hallo, sucht die Stücke aus, meistens 50% bis 80% aller Stücke nimmt sie sowieso, weil sie viele Geschenke braucht. Und dann geht sie aus dem Raum wieder raus, zurück in ihr Büro. Also das ist eine ganz schnelle Sache. Aber nur das Beste, nur das Schönste, nur das Teuerste. Na, ich sehe da gerade mir gegenüber jemanden mit ganz großen Ohren stehen, die sich denkt, Handtaschen, die Queen verschenkt Handtaschen. Ich hätte da auch eine super Handtasche, die verschenke ich an die leichter leben Leute, eine rote. Und die Queen mag ja Farben, oder? Also wäre im Grunde genommen ein tolles Geschäft für Gabriele Ehesetta, um ihre große rote Handtasche der Queen mal anzubieten. Warum auch nicht? Ja, Gabriele, die macht ja so tolle Produkte. Ich habe gerade Oscar-Gewinnerin Margaret O'Brien eine wunderschöne Geldbörse mit dem Zahlencode und dem schönen Glücksemblem drauf geschenkt. Das heißt, auch Hollywood Royalty mag die Produkte von Gabriele etc. Das war für mich so das ideale Weihnachtsgeschenk für eine echte Oscar-Legende, die ja den Oscar gewonnen hat, als Have Yourself a Merry Little Christmas für sie gesungen wurde von Judy Garland. Also eine richtige Legende, hat auch riesige Freude an den schönen Sachen und Produkten von der Gabriele. Da habe ich mich so gefreut, wie ich das Strahlen gesehen habe von diesem großen Hollywood-Star vor einer Woche. Das hört sie natürlich gerne. Noch lieber würde sie es haben, wenn du irgendwie der Queen mal die Handtasche schenkst und wir sie bei der nächsten großen Veranstaltung hier in Berlin mit der Ehesetta-Handtasche sehen könnten. Aber ich freue mich ja wirklich, dass im Grunde genommen Traditionen auch weitergelebt werden. Weil Weihnachten, und ich glaube, das ist bei vielen so, ist natürlich schon auch ein Fest der Liebe, der Harmonie, der Familie und auch ein Fest der Werte. Und diese Werte, und das hört man wirklich sehr, sehr gerne, wenn die weitergegeben werden, eben an die nächste Generation. Aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ne? Tradition in den Königshäusern ist wichtig.
Aber zum anderen auch ganz viel Humor. Man muss eins denken, da gibt es einen lustigen Film Bad Santa, der jetzt in der zweiten Auflage rauskommt. Und ein bisschen Bad Santa 2 ist auch zum Beispiel Prinz Philipp, weil der ist ja immer für einen guten Scherz zu haben. Und der macht natürlich gerne Weihnachtsstreiche. Also der sieht Weihnachten wieder ganz anders. Der sagt, das ist mal die Zeit, so ein bisschen erst der Prinz zu spielen und auch ein bisschen Schabernack zu verbreiten. Das mag der zum Beispiel. Der ruft dann mal ganz spontan an und überrascht Leute und macht witzige Dinge. Also der sieht das wieder ganz anders. Der möchte Weihnachten vor allem sich selbst schenken mit seinen unglaublich komischen Späßen und Überraschungen. Also der macht so ein bisschen einen Prank immer wie Ashton Kutcher. Ja, aber das gefällt mir auch sehr gut. Vielleicht hast du nächste Woche, wenn du mit dem lieben Kollegen Jens Garling telefonieren wirst, nochmal neueste Neuigkeiten, wie so die Weihnachtszeremonien so abläufen in diversen Königshäusern. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Du auf jeden Fall feierst schön im Salzburger Land. Da ist die Tradition ja auch sehr, sehr wichtig. Das heißt, da will man ein bisschen Familienluft schnuppern. Familienluft immer gut, wie du schon sagst. Und wie gesagt, nächste Woche werde ich darüber berichten, was zum Beispiel die dänische Königin Weihnachten auf dem Sessel macht und warum die vom Sessel runterspringt zu Weihnachten. Da gibt es ganz spezielle Traditionen in Skandinavien. Und ich glaube, das ist ganz lustig und spannend, das auch mal kennenzulernen. Ja, und inzwischen, was spannende Dinge betrifft, bin ich jederzeit auch auf Questico als Berater erreichbar. Wer sich mal vom Prinz Manuel Max beraten lassen möchte, jederzeit freue ich mich auch. Ein nettes Angebot sollten Sie zuschlagen, denn der Mann, der kennt sich nicht nur in den Königshäusern aus, sondern auch mit dem wahren Leben sozusagen. Alles Liebe, ich hoffe, wir hören uns aber dann nochmal in der Woche drauf. Da, glaube ich, bist du ja bestimmt nochmal mit am Start, sodass ich dir noch kein frohes Weihnachtsfest und noch keinen guten Rutsch wünschen muss. Unbedingt. Und mein Geburtstag ist am 23. Dezember. Da müssen wir dann Weihnachten und Geburtstag zusammen feiern. Genau. Also im Grunde genommen freue ich mich auf das nächste Gespräch mit dir. Genieß die Vorweihnachtszeit in Salzburg und bis bald. Danke, alles Liebe. Ciao, danke, ciao. Tschüss, tschüss. Sie sollen natürlich die Weihnachtszeit auch genießen und auch wir von Leichter Leben haben heute wieder ein schönes Paket für Sie in unserer Verlosung geschnürt. Sie wissen ja, eine Telefonnummer, die Sie zu dieser Verlosung führen kann. Und da geht es auch um Huna-Meditation, aber nicht nur das, sondern damit Sie auch danach nochmal einen stärkenden Tee bekommen, haben wir nochmal einen Weihnachtstee dazugelegt. Und dieses schöne Meditationspaket, das können Sie heute von uns als Geschenk bekommen. Naja, fast geschenkt. Denn Sie müssen erst eine Frage beantworten. Heute, da wollen wir von Ihnen wissen, Weihnachten wird auch als das Fest der A. Liebe oder B. Kälte bezeichnet. Na, hoffen wir doch mal, dass Sie da die richtige Antwort wissen. Unter der 01379881404 aus Deutschland sind wir für Sie zu erreichen. Aber natürlich auch aus Österreich und der Schweiz können Sie mitmachen. Unter der 09010501900. Einfach anrufen, uns die richtige Antwort auf den Anrufbeantworter sprechen. Nicht nur die Antwort, sondern am besten noch Ihren Namen und Ihre Telefonnummer, damit wir Ihnen dann dieses schöne Weihnachtsset zuschicken können. Weiter geht's mit dem intelligenten Schmuck und, ja, Gabriele Iasetta. Intelligenter Schmuck wird Ihnen präsentiert von Gabriele Iasetta. Intelligenter Schmuck, der dich dabei unterstützt, du selbst zu sein. Ich bin göttlich, darum geht's. Königlich wäre auch schön, oder? Ja. Warum auch nicht, warum oder? Auch nicht? Aber göttlich ist im Grunde genommen auch ein schönes Schlagwort für jede Frau eigentlich, die ja vielleicht in sich die Göttin trägt, aber sie noch nicht lebt. Ja, na, wir Frauen sind ja alles Göttinnen. Und ich habe ja im November diese Kette seit langer Zeit wieder mal präsentiert und wirklich zu eben einen vergünstigten Preis in dieser Weihnachtszeit. Und das, ja, es haben so viele angerufen. Und deswegen möchte ich dieses Angebot hier heute noch einmal wiederholen. Das Angebot lautet, und da sehen wir es nämlich schon, und das ist wirklich ein sensationelles Angebot, anstelle von 178 Euro für 148 Euro. Das ist natürlich trotzdem ein guter Griff in die Geldbörse, aber es ist im Grunde genommen auch ein guter Weg, in ein neues Leben zu starten, mit Selbstvertrauen, mit Energie, mit Göttlichkeit. Ja, es geht auch darum, wir alle haben uns mittlerweile unsere eigene Religion sozusagen zurechtgebastelt. Die Kirche ist so eines, aber da hat man eben die Kreuze und so getragen. Aber mittlerweile, wir glauben zwar, also das ist ja auch
brauchen wir Menschen auch, dass wir uns Gott verbunden fühlen und an die Göttlichkeit glauben. Aber die Kirchen, dass es uns so vorgegeben wird, da sind wir sozusagen, da sucht sich jeder schon seine eigene Religion. Und diese Kette ist auch die Verbindung zu ihren ganz speziellen Glauben. Denn dass wir alle göttlich sind und dass es etwas Göttliches gibt, das an das glauben wir. Und da ist auch diese Kette die Verbindung dazu. Es ist auch wie ein Rosenkranz vielleicht ein bisschen aufgebaut. Es ist schwarzer Turmalin mit dreifach A-Qualität, also die höchste Qualität, die es von einem Turmalin gibt. Er ist geknüpft, er ist sehr wertvoll gearbeitet und es steht darauf, die Worte auf der großen sozusagen Fläche, ich bin göttlich. Jetzt kann man das aber wirklich nur lesen, wenn man genau hingeht und es ganz genau lesen will. Von weit weg wird man es nicht erkennen, dass hier steht, ich bin göttlich. Es geht nämlich auch nicht darum, dass sie das anderen symbolisieren, obwohl wir Frauen ja, sage ich immer, alle Göttinnen sind, sondern es geht darum, sich selbst mit der Göttlichkeit zu verbinden, mit seinen eigenen Glauben zu verbinden, mit der Spiritualität zu verbinden, einfach auch mit den höheren Selbst verbinden, in diese Energie zu kommen. Und da ist ja gerade die Weihnachtszeit auch eine sehr schöne Zeit, wo man sozusagen auch die Besinnlichkeit hat, wo man über das Leben nachdenkt, wo man, woher kommen wir, wohin gehen wir. Das sind alles Fragen, die uns in dieser Zeit auch beschäftigen. Es ist natürlich, und das ist der Grund, warum ich diese Kette ursprünglich designt habe, eine Schutzkette. Denn es steht auch auf den kleinen Ring darauf, ich vertraue. Und Vertrauen heißt, ich habe keine Ängste, ich verliere meine Ängste, ich gehe ins Vertrauen, ich bin mir sicher, dass mich Gott beschützt. Und zu diesem Thema habe ich schon letztes Mal diese Geschichte erzählt, aber es ist eben wirklich genau so passiert. Heute bin ich auch noch so angezogen, ganz in Weiß. Ja, ich komischerweise auch. Du auch. Und diese Kette gibt es ja schon länger von mir. Also die gibt es schon 5 Jahre oder vielleicht sogar 6 Jahre. Und da waren wir ja noch in einem anderen Studio. Da waren wir beim Kurfürstendamm in der Nähe. Und wenn ich am Abend in mein Hotelzimmer gegangen bin, dann musste ich immer bei Bahnhof Zoo vorbeigehen. Und das ist so eine Brücke und darunter gibt es sogar einen Supermarkt. Aber ich bin da von Weitem weggegangen, habe gesehen, unter dieser dunklen Brücke sozusagen. Ist auch nicht die beste Gegend. Ja, sind ein Haufen Rowdies. Also es konnten keine Autos mehr fahren, sondern es war ein Gewurdel von Männern, die gegenseitig Bierdosen hin und her geschossen haben und auch Raufereien stattgefunden haben. Und ich sehe schon von Weitem, da muss ich jetzt durch. Man kann nicht anders gehen. Und ich, auch weiß gekleidet, so wie heute, diese Kette um. Und ich habe mir gedacht, was mache ich da jetzt? Und dann habe ich überlegt, ich habe ja meine Ich bin Göttlich-Kette um und ich habe mir das Medaillon sozusagen in die Hand genommen und habe mir gedacht, da wird mir jetzt nichts passieren mehr, der liebe Gott beschützt mich. Ja? Und ich bin auch in Vertrauen, dass mir nichts passieren kann. Und genau, ich spiele die Geschichte schon total mit, weißt du? Man denkt, es wäre deine Hand gewesen, aber es war meine. Ich habe sie zur gleichen Zeit umfasst. Und genauso bin ich dahin. Und das war, und das ist heute noch in meinen Gedanken so, es war wie, es ist jetzt übertrieben, aber wirklich wie wenn ich ein Engel wäre. Es hat mich keiner einziger von diesen Männern angepöbelt, sondern die haben sich so richtig geteilt und ich wie Jesus das Meer geteilt habe. Ein Strahl plötzlich hat mich umgeben. Genau. Das Schöne ist, dass diese Kette einfach wirklich eine Kette ist, die wieder deine Power, deine Energie im Grunde genommen in sich trägt. Und natürlich kann man hier auch wirklich sagen, es ist ein tolles Weihnachtsgeschenk. Es ist wie immer edel verpackt, das muss man auch sagen, denn auch das ist ein Leitfaden von dir, edle Dinge müssen edel verpackt sein. Ne? Und deswegen bekommen Sie diese wunderbare Ich bin Göttlich-Kette in dieser schönen Verpackung. Da reicht es im Grunde genommen, wenn Sie ein rotes Schleifhalt drum binden und dann unter den Christbaum legen. Und ich glaube, es wird wirklich eine Freude sein für jeden, das auszupacken. Denn diese Kette hat eben diesen spirituellen Wert, aber eben auch noch diesen Schönheitswert. Denn sie ist individuell, sie ist im Grunde genommen keine Massenware, sondern man wird immer noch auffallen und man wird auch auf ein solches Schmuckstück des Öfteren angesprochen. Auf jeden Fall. Es ist ein schmückendes Schmuckstück und es ist ein schützendes Schmuckstück. Also Sie werden sofort die Energie spüren, wenn Sie diese Kette anlegen, dass man sich wirklich
zu Gott verbunden fühlt, dass man sich beschützt und behütet fühlt und dass man weiß, dass man zu einer göttlichen Gemeinschaft dazugehört. Das macht die Kette mit ihnen. Und außerdem schmückt sie natürlich sehr schön. Es ist ein Schmuckstück, auf das, wenn man es trägt, immer angesprochen wird. Ich habe diese Kette noch nie getragen, ohne dass irgendwer hergekommen ist und sie angegriffen hat und geschaut hat. Man fühlt sich von ihr magisch angezogen. Diese Kette gibt es immer nur in einer kleinen Auflage. Deswegen kann ich sie auch immer nur hier im kleinen Shop sozusagen von mir anbieten bei Leichter Leben, nicht im zweistündigen Shop, weil sie immer dann wieder gleich ausverkauft ist. Es ist eine lange Produktionszeit bei dieser Kette. Alleine diese ganzen Schnörkel auszuschleifen mit Silber, das ist sehr, sehr... Wird die auch in der Gumpendorfer Straße angefertigt? Nein, die wird in der Steiermark produziert. Aber es ist auch wieder ein österreichisches Produkt, was ich immer sehr, sehr wichtig finde, nämlich, dass man weiß, woher es kommt, dass man weiß, dass es gute Qualität ist, dass hier wirklich Menschen auch fair behandelt werden, fair bezahlt werden, denn nur so, finde ich, kann man auch spirituellen Schmuck verkaufen. Ja, und jetzt ist noch einmal die Möglichkeit, vor Weihnachten sie zu diesem Preis zu kaufen. Das ist mein Weihnachtsangebot sozusagen an Sie, weil es letztes Mal wirklich 30 Euro gespart. Ja, gleich vergriffen war. Und das wird auch dieses Mal passieren. Und dann gibt es auch erst wieder nächstes Jahr irgendwann. Und sehr, sehr selten. Also es ist wirklich eine Kette, die du nicht häufig präsentierst. Ja. Vor allem nicht, also man kann sie im Internet natürlich auch kaufen. Mhm. Aber halt zu diesen Preisen ist es wirklich ein ganz besonderes Schnäppchen, das gab Gabriele Ihnen hier mitgebracht hat. Vor allem auch deine Stammkunden, die wissen ja, ein paar Produkte kennt man, aber über diese Kette, da reden wir nicht allzu häufig. Aber wenn wir drüber reden, ja, dann überzeugen wir auch wieder hier die Damenwelt, die Göttin in sich doch zu bewegen. Und Sie können heute wirklich zu einem absoluten Spitzenpreis einkaufen, anstelle von 178 Euro für 148 Euro. Das heißt, man hat hier wirklich satte 30 Euro gespart. Und es ist wieder Qualität, wie wir es auch von dir gewohnt sind. Genau. Und es bringt uns einfach in das Gefühl, dass wir wirklich wertvoll sind, dass wir göttlich sind, dass wir beschützt sind, dass wir behütet sind, dass wir verbunden sind zu den Göttlichen. Und das ist ein Gefühl, was einem sozusagen umhüllt, was einem die Geborgenheit gibt. Und ein sehr schönes Gefühl, auch gerade in der Weihnachtszeit, sich da die Geborgenheit zu holen. Natürlich ist es aber auch wirklich eine Kette, die man tragen kann, wenn man fortgeht. Diese Kette schmückt einem wirklich ganz prächtig. Und ganz nebenbei gesagt, tragen das ganz viele Promi-Ladies auch diesen Schmuck. Weil man ja auch, wenn man in der Öffentlichkeit steht, sich auch immer schützen muss vor Angriffen. Er sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Er passt auch heute sehr gut in die Sendung. Wir beide in Weiß. Jean von Lux auch in Weiß. Also heute sind die Engelgemeinschaft. Wir haben uns nicht abgesprochen, aber wir wissen, es geht um tolle, schöne Energien. Es geht um reine Energien. Und die bekommen Sie hier auf der einen Seite von Gabriele Iasetta. Nicht nur jetzt, sondern vor allem auch ab 17 Uhr wieder, wenn es heißt 2 Stunden intelligenten Schmuck. Und ich kann Ihnen jetzt schon mal verraten, die Damen dürfen sich freuen, denn es gibt was Neues. Ganz viel Neues gibt es heute. Premieren sozusagen. Ja, genau. Was es Neues gibt, das sollten Sie nicht verpassen, 17 Uhr. Und bis dahin sagen wir Bussi, Baba. Baba. Intelligenter Schmuck wurde Ihnen präsentiert von Gabriele Iasetta. Intelligenter Schmuck, der dich dabei unterstützt, du selbst zu sein. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 071 0014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energie.
Ja, und auch da werden Sie im Internet diese Tasche finden, allerdings nicht zu diesen super Konditionen wie hier bei Astro TV. Heute um 17 Uhr, da ist die Tasche nämlich wesentlich günstiger im Angebot. Und hier, diese Tasche, die bekommen Sie quasi geschenkt. Beziehungsweise eine Person, die bei unserer großen Facebook-Verlosung mitmacht. Sie wissen ja, einfach mal auf unsere Seite gehen, die Tasche teilen, liken, ganz wichtig aber kommentieren. Und aus all den Kommentaren werden wir den Sieger, bei Männern steht sie ja auch ganz gut, habe ich heute festgestellt. Schauen Sie mal bei Facebook, warum ich das sage, ne, Danny? Die steht nämlich Männern und Frauen eigentlich ganz gut und die können Sie gewinnen, wenn Sie, wie gesagt, mitmachen. Jetzt kommen wir zu einem anderen sehr, sehr schönen Produkt, das Jean von Lux heute mitgebracht hat. Und da geht es um Energien. Da geht es im Grunde genommen wirklich auch um Energien, die man auf der einen Seite, wenn man sich das, ich sag jetzt auch mal Schmuckstück dazu, wenn man sich das Schmuckstück ansieht, schon eine gewisse Energie spürt, schon in die Ruhe kommt. Aber auf der anderen Seite kann man auch zur innerlichen Power, zur innerlichen Energie kommen. Genau. Also das ist der Wasserkristall des Aufstiegs. Man muss vielleicht dazu sagen, dass dieses Symbol in der spirituellen Szene schon länger bekannt ist, aber es wurde noch nie so hochwertig sozusagen aufbereitet. Und zwar ist es der sogenannte Telos-Wasserkristall. Einige wissen, in Amerika gibt es in Kalifornien den Mount Shasta. Das ist der größte Doppelvulkan auf dem Planeten. Man hält ihn für einen der kraftvollsten Orte auf unserem Planeten. Und man sagt, dass in dem Berg sozusagen eine Lichtstadt wäre und dort sozusagen die Telosianer leben. Sprich, die Lemurianer, Lemuria ist die Zeit vor Atlantis, die Lemurianer, die nicht die Erde verlassen haben, sondern die Menschheit beschützen. Und der Hohepriester Adama von Telos hat vor geraumer Zeit bei uns in der Schweiz diesen Wasserkristall gechannelt und er erinnert uns daran, dass ja letztendlich die Gewässer und wir selber, die ja auch aus 70% Wasser bestehen, also weiß man ja nun auch durch viele Wasserexperimente, wie wichtig einfach auch die Programmierung des Wassers ist, dass es wichtig ist, eben das Wasser in eine fünfdimensionale Struktur zu bringen, also in eine höhere Schwingung. Und Telos ist ja ein fünfdimensionaler Ort und deswegen auch Wasserkristall des Aufstiegs. Hier muss man natürlich auch dazu sagen, dass Leithin von Lux, mein Partner, natürlich auch wieder bewusst darauf geachtet hat, auch wieder in Handarbeit aus echten Marmor und natürlich auch echt Gold. Das heißt, man spürt es ja schon. Es hat richtig dieses Gewicht, es hat auch diese Wertigkeit. Und wir reden hier wirklich von einem sehr eleganten, wertigen, ich sage trotzdem Schmuckstück dazu, weil es schmückt natürlich auch jedes Zuhause. In der Tat. Also wir haben es bei uns so eine große, offene amerikanische Küche. Und die Leute gucken dann immer sofort dahin, was haben die denn da auf ihrer Theke stehen. Und Entschuldigung, jetzt war ich zu schnell. Ich wollte es einfach mal so hinstellen, dass wir vielleicht auch wirklich mal was draufstellen können. Genau, man kann wirklich auch ein Getränk draufstellen, einfach für sich persönlich. Man kennt das ja ähnlich auch von der Blume des Lebens, dass es halt einfach die eigene Schwingung durch das Getränk oder die Lebensmittel anhebt. Auf der anderen Seite kann man aber damit auch wirklich Erdheilungsarbeit. Also es gibt natürlich dann auch noch eine Anleitung dazu. Das heißt, man kann zum Beispiel auch Kristalle darauf legen, diese Kristalle zum Beispiel auf Landkarten geben, um Erdheilung zu machen, aber auch in die Gewässer und so weiter das hineingeben. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, welche ganze Fülle an Möglichkeiten eben dieser Wasserkristall des Aufstiegs in sich birgt. Deswegen denke ich so, das Wichtigste jetzt mal, um sich damit zu beschäftigen, ist wirklich dieses, dass es eben Nahrungsmittel und Getränke halt in eine höhere Schwingung bringt, respektive man halt auch Dinge eben darauf aufladen kann. Und die Erklärung dazu gibt es natürlich dann auch, wenn Sie das bestellen mit, dass diese 44 Wellen, die haben natürlich auch eine Bedeutung. Natürlich auch dieser achtzackige Stern hat natürlich auch eine ganz besondere Bedeutung. Aber wenn Sie sich ja einfach mal damit verbinden, das mal auf sich wirken lassen, nehmen Sie ja sicherlich schon wahr, dass es etwas in Resonanz bringt, dass man damit in Resonanz kommt. Und ich bin dankbar, weil bisher wirklich noch keiner auf die Idee gekommen ist. Ich habe mir vorher natürlich auch Gedanken drüber gemacht, wegen dem Copyright, ist natürlich alles in trockenen Tüchern. Und ich mich gefragt habe, warum hat vorher noch keiner dieses Symbol einer breiteren Öffentlichkeit eben bekannt gemacht. Und das ist vielleicht einfach meine Aufgabe, deswegen bin ich dankbar auch heute hier, bei Leichter Leben erstmalig an einem breiteren Publikum das vorzustellen. Ich muss dazu sagen, das läuft sehr, 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 sehr gut, auch jetzt bei uns vorher schon. Und es ist natürlich Handarbeit. Das heißt natürlich, wir können davon auch nicht ohne Ende herstellen, weil Leithin von Lux das auch wirklich alles in Handarbeit herstellt. Deswegen
bitte jetzt sofort zugreifen, damit jetzt wirklich in diesem Jahr. Vor allem bei diesem Preis, weil wenn Sie im Internet sich auch vielleicht für den Wasserkristall des Aufstiegs entscheiden wollen, ja, dann kann ich Ihnen sagen, können Sie das natürlich tun, dann kriegen Sie ihn auch, allerdings für 149 Euro hier. Für die Leichter Leben Zuschauer, da haben wir im Grunde genommen immer diese netten Berater, immer diese netten Lebensleute, die sagen, nein, wir wollen ja diese Energien auch Ihnen weitergeben und das vor allem jetzt in der Weihnachtszeit eben auch für tolle Preise. 99 Euro, Sie bekommen hier wirklich ein sehr, sehr hochwertiges Schmuckstück. Es ist echt Marmor, echt Gold verarbeitet und ein energetisierter Kristall. Über den haben wir noch gar nicht richtig gesprochen. Dieser Kristall hat folgende Verbindung und zwar ist er einer der kraftvollsten Orte bei uns im deutschsprachigen Europa. Der Bodensee. Und ich habe das Glück, direkt am Bodensee zu leben. Und es ist ja das Tolle, dass es Österreich, Deutschland und die Schweiz verbindet. Und es hat über dem Bodenseekristall, der ja durch dieses Gewässer auch ein wichtiger Kraftort ist, hat es einen großen interdimensionalen Kristall. Wir hatten vor geraumer Zeit schon mal bei dem Sternkristall auch über den Arcturus-Schlüssel gesprochen, respektive diesen Arcturus. Arcturus ist ein Stern, den man jetzt im Winter sehr, sehr gut sieht. Und Edgar Cayce hat schon gesagt, dass Arcturus die weitentwickelste Zivilisation in unserer Galaxie wäre. Und dieser Kristall ist verbunden mit diesem Arcturus-Kristall, der sich über der Mitte des Bodensees befindet und eine Größe von einen Durchmesser von 7 Kilometern hat. Und es ist jetzt nicht eine Information, die nur von mir kommt, sondern das hat David Miller und viele andere große, bekannte Lehrer und Kanäle haben das durchgegeben. Also das heißt, dass man hier auch automatisch mit dem Kraftpunkt des kraftvollsten Gewässers in unseren Breitengraden auch in Verbindung ist, nebst den wunderbaren anderen auch irdisch-materiellen hochwertigen Dingen. Also es ist im Grunde genommen wirklich ein Marmor-Schmuckstück mit ganz, ganz hohen energetischen Wirkungen, die Sie sich nach Hause holen können. Das Ganze hier wirklich auch wieder, und da sage ich schon mal im Namen unserer Zuschauer Dankeschön sehr für gerne. Einen tollen Preis, nämlich anstelle von 149 Euro für 99 Euro. Handgemacht, echter Marmor, echt Gold, denn auch da legst du großen Wert darauf, dass man im Grunde genommen wirklich auch diese Echtheit spürt, weil Energien müssen ja auch echt sein, die dürfen ja auch nicht verfälscht werden. In der Tat. Und dass man natürlich auch, uns ist ganz, ganz wichtig, dass Dinge halt auch gar nicht irgendwie nur mit Glauben verbunden sind, sondern halt einfach wirklich auch eine natürliche Wirkung haben. Und ich meine, hier den Leichter Leben Zuschauerinnen und Zuschauern muss ich das ja nicht erklären, dass halt eben wirklich hochschwingende, in der Natur vorkommende Produkte und Materialien natürlich auch immer die größte Wirkung einfach auch hervorrufen können. Und unsere Zuschauer freuen sich ja vor allem auch immer, wenn du da bist und du bist diese Woche sogar morgen nochmal da und wirst weitere Produkte vorstellen. Einen kleinen Überblick verschaffen wir uns natürlich heute noch, aber gleich geht's weiter. Dann gucken wir nochmal zurück, denn für die, die sich ein bisschen später eingeschaltet haben, die sollen natürlich auch das erste Angebot nicht verpassen, nämlich das Christus-Set, das es heute auch zu einem wirklich tollen Leichter Leben-Preis gibt. Wir werden gleich nochmal zurückblicken, aber auch vorausblicken mit Saint von Lux. Wenn Sie vorausblicken wollen, was Ihre Zukunft anbelangt, dann wissen Sie, haben wir wunderbare Berater bei unserem Partner Questico. Und auch die können Sie dort erreichen. Das Wort Problem bedeutet für mich, lass mich das, was ich habe, anschauen, um dann eine Lösung zu finden. Und in jeder Situation gibt es eine Lösung. Ganz gleich, welcher Art es gibt. Immer eine Lösung. Ich kann immer schauen, wohin mich der Weg führt, damit die Kunden dadurch besser zurechtkommen und vor allen Dingen auch ihre Träume nicht verlieren. Die meisten Kunden, die mich anrufen, sind in einer Sackgasse angekommen. Und dann ist es meine Aufgabe, sie an die Hand zu nehmen, dass wir uns gemeinsam umdrehen und in die andere Richtung zu gehen. Immer da, wo das Licht ist. Und erst dann trauen wir uns wieder, Luft zu holen. Dann ist das Leben wieder schön, sich auf das zu konzentrieren, was wir haben wollen. Und das alles, die Dunkelheit, die Trübsal hinter uns zu lassen. Ich bin Coach und Astrologin. Als Coach arbeite ich neurowissenschaftlich fundiert. Ich verbinde die zwei Welten, eine Welt der Mysterium mit einer Welt der Wissenschaft. Jetzt kannst du loslassen. Der neue Anfang ist da.
Wir reden ja heute über Energien und es gibt eine ganz schöne Form der Energie und das ist die Liebesenergie. Eine Energie, die man spürt, die man fühlt, aber die man auch sehen kann und zwar im Horoskop. Und dazu kann uns Roxana Paul ein bisschen mehr erzählen. Herzlich willkommen bei uns. Ja, hallo lieber Andrea, hallo lieber Zuschauer. Die Liebe ist natürlich immer in unserer Beratung ein großes Thema, aber natürlich jetzt in der Adventszeit noch mehr. Und was kann die Astrologie zeigen? Zum Beispiel, wie kann ich in dieser Jahreszeit etwas für mich tun, vielleicht auch für die Familie. Viele Leute möchten die Liebe ausdrücken und dann möchten gerne ein gezieltes kleines Geschenk, vielleicht etwas, was sehr individuell ist, etwas sehr Persönliches ist. Und dann kann natürlich die Astrologie sehr, sehr intensiv helfen, weil jedes Sternzeichen freut sich über verschiedene andere Sachen. Zum Beispiel, sagen wir so, ein wiederbetonter Mensch würde gerne sich freuen, wenn man eine Veranstaltung oder ein Erlebnis als Geschenk bekommt. Oder vielleicht ein skorpionbetonter Mensch möchte gerne so ein Schmuckstück mit einer besonderen Kraft. Oder wie gesagt, jeder möchte was ganz anderes und man kann jeder Mensch glücklich machen. Oder ein Gespräch mit einem Astrologen, was bringt mir das Jahr 2017, in welche Bereiche des Lebens habe ich Glück, Erfolg. Stell dir mal vor, du hast Glück in der Partnerschaft und du weißt das nicht und du bleibst zu Hause, bist nicht aktiv. Oder du hast Glück in Finanzen und gehst nicht zu dem Chef und sagst so, jetzt ist die Zeit, dass ich mehr Geld bekomme. Also die Zeiten sind ganz wichtig, dass man mit der Zeit geht und die Astrologie zeigt dir, was wichtig ist. Ja, und das ist im Grunde genommen ja ein so weitreichendes Thema, die Liebe im Grunde. Du hast es gerade sehr schön erklärt. Es geht auf der einen Seite um Partnerschaft, es geht aber auch um Dinge, die man vielleicht liebt. Und damit man da wirklich auch den Menschen zeigen kann, dass man sich Gedanken macht, da hilft der Blick ins Horoskop natürlich wirklich immer sehr, sehr gut, um das richtige Geschenk zum Beispiel auch zur Weihnachtszeit zu finden. Ja, also die Liebe ist wirklich die stärkste Motivation, was wir hier auf der Erde haben. Und wenn wir jemanden lieben, dann vergessen wir vielleicht auch negative Sache, was man erlebt hat. Und gerade in dieser Jahreszeit geht man in der Versöhnung. Und wenn man das möchte, sollte man immer den ersten Schritt machen. Meine Liebe, man kann im Grunde genommen mit dir über die Liebe philosophieren. Man kann ein bisschen mehr erfahren, wenn man sich zum Beispiel auch über unseren Partner Questico mit dir in Verbindung setzt. Denn auch da bist du als Astrologin natürlich darüber zu erreichen und freust dich natürlich auch, wenn du unseren Zuschauern weiterhelfen kannst. Ab jetzt auch, bist du jetzt zu erreichen? Ja, lieber Andrea, ich bin jetzt zu erreichen und die ganzen Tage und die Feiertage auch. Wunderbar. Dann der kleine Tipp, einfach wenn Sie ein bisschen mehr über Ihre Liebe erfahren wollen, egal in welchem Bereich, dann sich einfach mit Roxana Paul in Verbindung setzen. Eine gute Zeit, auf bald. Danke, bis dahin, lieber Andrea. Tschüss. Bis dann, Roxana Paul, ebenfalls Lebensberaterin. Und da fällt mir doch glatt ein, wir haben noch gar nicht das Türchen Nummer 7 heute aufgemacht. Wo ist denn unser Adventskalender? Da ist unser Adventskalender mit der Sarah. Genau. Sarah, du hast auf deinen ersten Auftritt ja schon so viele Komplimente bekommen auf unserer Facebook-Seite. Hast du das gelesen? Nee, noch gar nicht. Ah, wirklich. Also vor allem die Männer waren total begeistert von dir. Der kleine Funke. Funke, genau. Das steckt heute im Türchen 7. Funkt es gerade zwischen genau, uns? Genau, auf jeden Fall, Andrea. Nein, liebe Zuschauer, und zwar möchte ich, dass der Funke zu Ihnen rüber funkt. Und zwar ist die Zeit ja im Moment sehr schnelllebig. Wir denken dann ja oft nur an sich, an uns. Und was macht man gerade am Heiligen Abend? Ich finde, da sollte man sich ein, zwei Stunden einfach mal Zeit nehmen
und die einsame Dame von nebenan vielleicht einfach mal kurz besuchen, Kekse für die backen oder auch sich gerade an Menschen halten, die vielleicht jemand verloren haben, denen es vielleicht gerade nicht so gut geht im Leben im Moment und einfach mal Zeit mit denen verbringen und sagen, Mensch, du bist nicht alleine, ich bin da für dich und es ist Weihnachten, es ist der heilige Abend, du brauchst nicht alleine sein. Wir haben gerade eben schon gehört von der Roxana, es geht um Liebe. Ganz klar auch an Weihnachten und deswegen möchte ich Sie auffordern, liebe Zuschauer, einfach mal zu dem Nachbarn klopfen, hallo, wie geht's dir? Oder auch wenn Sie irgendjemand haben in der Familie, den es vielleicht gerade nicht so gut geht, einfach mal drum kümmern. Oh, es gibt so schöne Aktionen. Also im letzten Jahr zum Beispiel ging über Facebook ja auch so eine Aktion, dass wirklich Menschen Obdachlose angesprochen haben und gesagt haben, wo feiert ihr Weihnachten? Und die gesagt haben, na hier auf der Straße. Und dann haben die einfach eingeladen, weil sie gesagt haben, feiert mit uns. Und das war, da kriege ich jetzt sogar noch einen Gänsehautmoment, wenn ich an diese Bilder zurückdenke. Gabi Decker, die neulich bei uns Comedian, Kabarettistin bei uns war, die ihre Seniorenhilfe zum Beispiel ja auch erklärt hat. Das heißt, mit wie wenig Dingen man anderen Menschen eigentlich eine Freude machen kann. Und man muss es einfach nur machen und deswegen der kleine Funke. Und ja, ich finde, man sollte das auch nicht nur an Weihnachten machen, sondern auch mal zwischendurch. Das geht wirklich total unter, gerade das mitmenschliche Zusammenleben in der Gesellschaft. Ja, wir leben alle in Großstädten eben deswegen, und es geht kennen alles nicht so unsere Nachbarn eigentlich. Richtig. Ne? Manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, weil man die Dinge kennenlernen, aber manchmal ist es auch schade. Und gerade mal wirklich Menschen vielleicht auch mal Einkaufstüten nach Hause zu tragen, die es vielleicht ein bisschen schwerer haben. Eine tolle Idee eigentlich, oder? Also du bist ja heute auch der Funke, der Menschen irgendwie gute Energien mitbringen möchte. Aber ein schönes Türchen, das wir heute aufgemacht haben. Sehr, weil ich halte auch Dankbarkeit, halte ich wirklich für einen der größten Magnete für alles andere Erfüllende im Leben. Und das erinnert einen und besinnt einen natürlich wieder darauf, auch Dankbarkeit jetzt nicht nur als Gefühl zu leben, sondern ganz konkret durch eine Tat, indem man wirklich mal den Nachbarn oder den älteren Damen oder was auch immer so in der Form Dankbarkeit sagen kann, wie gut es eigentlich einem geht. Ja, und ich glaube, es geht manchmal auch um die kleinen Dinge. Es muss nicht immer der ganz, ganz große Weg sein, sondern eben vielleicht jemandem auch mal, ich habe das, will ich mich nicht hier als diejenige, aber im Winter gerade fahre ich ganz oft auch, wenn ich mit der öffentlichen Bahnen unterwegs bin, und da sind ja viele, leider Gottes auch in der Friedrichstraße, die frieren, denen es kalt ist, und ich gehe manchmal in so Läden und kaufe dem ein Süppchen und die freuen sich so wahnsinnig darüber, dass man irgendwie denen so ein bisschen was Warmes bringt. Na, Gabriele, du hast es auch schon bei mir oft erlebt, dass wir Menschen, wenn wir irgendwo was erlebt haben, kommen ruhig rüber zu uns, ne, aber wir haben ja hier ein Mikro, dass wir im Grunde genommen auch immer gerne teilen und dass man das nicht vergessen sollte. Ja, meine Mama hat voriges Mal sich so einen Appetit auf Faschingskrapfen gehabt und dann vor Konsum oder was, wo sie halt war auch eine Dame, die, also eine Bettlerin, die auch nur eine Weste angehabt hat, und dann ist meine Mama, hat ihr die Krapfen geschenkt und hat auch zufällig im Auto etwas Kleidung gesammelt gehabt, weil sie das wohin bringen wollte, hat sie dann auch noch mit auch ganz Jacke toll, ausgestattet. Auch ganz, ganz toll, dass man wirklich einfach mal auch gibt. Der kleine Funke, ich finde, das war eine sehr schöne Idee, Sarah, die du uns heute mal wieder im siebten Türchen aufgedeckt hast, im Grunde. Gerne. Mal wieder an die anderen denken. Und das eben nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern tagtäglich. Vielleicht ist das so eine kleine Rubrik, die wir einführen sollten, oder? Leichter leben. Leichter leben und immer so eine Wochenaufgabe unseren Zuschauern zu geben, oder? Heute sprechen Sie irgendjemanden an, der traurig aussieht, und fragen Sie ihn, ob Sie ihm helfen können. Was ist passiert? Genau. Ich bin Manchmal ist das etwas, was Menschen schon echt weiterbringt. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Wir machen eine kurze Pause. Danach geht es noch mal weiter mit wunderbaren Produkten und mit auch viel Harmonie. Über Harmonie reden wir nämlich unter anderem mit Madeleine Ley gleich via Skype. In Steffis Hexenkalender für 2017 befinden sich mehr als 200 Ritualanleitungen und neben den genauen Mondständen auch zahlreiche Festtage, Rezepte für Räuchermischungen und vieles mehr. Neue Illustrationen und Zitate führen durch das ganze Jahr. Eine Woche auf einer Doppelseite mit Platz für persönliche Eintragungen und Termine. Der Kalender ist im A5-Format für nur 14,90 Euro, versandkostenfrei innerhalb von Deutschland. Bestellen Sie jetzt unter www.kartenlegen-berlin.de oder unter Telefon 030 956 19248.
Ich sag ja mal, Astro TV ist irgendwie auch wie ein großes Kaufhaus. Man hört viele Dinge und man kann sich dann das heraussuchen, was einen am besten gefällt. Und heute, da geht es ja viel um Liebe, da geht es viel um Harmonie, da geht es viel um zur Ruhe kommen, um Meditation. Wir verlosen heute eine Meditations-CD. Sol von Lux hat uns schon viel darüber erzählt in seinem Christus-Set. Und auch Madeleine Ley hat heute etwas dazu beizutragen, dass man zur Ruhe finden kann. Und da kann man auch bei dir auf der Seite in aller Ruhe im Internet mal stöbern und findet zum Beispiel auch CDs, die in eine gute Schwingung bringen sollen. Ganz genau. Hallo, liebe Andrea und liebe Zuschauer. Meine Meditations-CDs sind ein bisschen anders aufgebaut. Und warum präsentiere ich sie jetzt genau vor der Weihnachtszeit? Das ist einfach, da gibt es einen Grund. Meine CDs, die sind subliminal besprochen und energetisiert. Wie oft kommt es uns vor, dass wir so gerne einen Schritt auf irgendjemanden zumachen und wir trauen uns nicht? Diese CDs, da sie mit einem subliminalen Text besprochen sind, brauchen wir sie nur anzuhören. Das heißt, unser Unterbewusstsein hört, was ich Ihnen erzähle durch den subliminalen Text. Sie sind energetisiert. Unser Bewusstsein kann sich nicht dagegen wehren. Wenn wir aber bewusst jetzt irgendwie wieder in der Familie einen Kontakt herstellen wollen und aber diesen Sprung dahin nicht wagen, können wir uns helfen, zum Beispiel mit meinen Meditations-CDs. Die Chakren-Meditations-CDs, wo die Energiepunkte gereinigt werden. Hat man jetzt ein gravierendes Problem, dann hört man die dreimal hintereinander und es geht einem gesundheitlich schon besser, moralisch und seelisch. Das Shamanic Healing, wer Trommeln gerne mag, Sie sehen ja hinten an meiner Mauer, ich liebe die Schamanen. Da ist ein heiliger Raum aufgemacht, subliminal besprochen. Ich führe dich in diesen heiligen Raum, wo Heilenergien ihre Arbeit tun. Und wenn sie aus dieser Meditations-CD rauskommen, fühlen sie sich wirklich wie neu geboren. Das Schöne ist, dass man sich ganz viele deiner Dinge natürlich auch im Internet anschauen kann. Ich höre dir ja auch so gerne zu, weil ich ja deinen Dialekt so sympathisch und so charmant finde. Aber leider Gottes sind wir fast schon am Ende. Aber mehr Informationen bekommt man natürlich im Internet. Und wie man zu deiner Internetseite kommt, das zeigen wir unseren Zuschauern. Denn da gibt es natürlich viel mehr Produkte, aber auch noch ein paar Informationen zu deinen Meditations-CDs. Ich sage erstmal herzlichen Dank und freue mich aufs nächste Mal. Danke. Tschüss. Das Buch Kraft und Heilsymbole der neuen Zeit, die universelle energetische Apotheke. In diesem Buch zeigt Ihnen Madeleine Ley mehrere Möglichkeiten auf, die Symbole der neuen Zeit zu nutzen. Auch Ihnen werden sie Hilfestellung geben und Ihnen den Weg zu Ihrer Selbstfindung aufzeigen. Die geballte Energie und Kraft, die von den Symbolen der neuen Zeit ausgeht, wird auch Sie begeistern. Es gibt nichts, wobei Sie sie nicht unterstützen könnten. Nutzen auch Sie dieses Geschenk der universellen Quelle. Bestellen Sie jetzt das aktuelle Buch von Madeleine Ley unter www.m-ley.com. Es greift ja meistens immer so schön ineinander über. Wir reden heute über gute Harmonien, wir reden über die Liebe, wir reden über die Vorweihnachtszeit. Wir reden im Grunde genommen alle darüber, dass wir den Menschen eine bessere Energie geben möchten. Und auch du, Sol von Lux, bist heute wieder zu uns gekommen und hast unseren Zuschauern ein wirklich tolles Set geschnürt, wo wir sagen können, da geht es genau um diese Themen. In der Tat, und es ist ein bisschen wie Jubiläum, denn Geburt deines wahren Selbstes, Einweihung in die höchste Herzenskraft, ist ja meine Premiere gewesen vor einem Jahr, nicht nur als Autor, sondern in der Tat auch hier bei Leichter Leben. Und deswegen dachte ich jetzt, bringe ich das doch jetzt nach fast einem guten Jahr nochmal wieder mit. Und zwar in Kombination dieses Mal aber nicht nur mit der CD von mir, wo zwei Channelings beinhaltet sind, also zwei gechannelte Meditationen, also medial empfangene Meditationen, sondern halt auch noch von meinem Kompagnon, dem Geo Kuba, Bestseller-Autor.
Der hat halt unter anderem die CD Begegne Christus und der Liebe in dir auf den Markt gebracht und eben wir haben zusammen den Verlag. Und wir dachten, okay, das kann es aber immer noch nicht gewesen sein für die leichter leben Zuschauerinnen und Zuschauer. Es ist Weihnachten, wir möchten da natürlich ein ganz, ganz besonderes Set zusammenstellen. Deswegen dachten wir natürlich, der Engel, der natürlich jetzt sehr, sehr präsent ist, also der tauchte auch mehrfach schon bei mir in der Küche in der Schweiz auf und hat mir sozusagen damit auch, dass ich es hellsichtig gesehen habe, gezeigt, dass er einfach auch konkreter mit den Menschen zusammenarbeiten möchte, der Erzengel Uriel. Der Erzengel, der dem göttlichen Licht zugeordnet ist und unter anderem auch der Erfüllung von vielen Dingen. Und deswegen hat der Leifien von Lux, mein Partner, die auch wirklich handgeschöpft, sodass man dann einfach nur anzünden muss, um dann in der Zeit auch, während er halt auch brennt und das Licht auch weitergibt, natürlich auch eben dabei unterstützt, Dinge in die Erfüllung zu bringen. Und es ist ja auch eine Aromakerze. Das heißt, wir spüren sie nicht nur, wir riechen sie nicht nur und wir können einfach mit allen Sinnen irgendwie arbeiten. Der Schutzaufkleber, der hat für dich jetzt seit Montag eine ganz besondere Bedeutung, denn da hat man im Grunde genommen oder hat Michael die Hand über dich gelegt. Ich sag noch einmal ganz kurz was zum Preis, den 39 Euro. Das ist wirklich für dieses Set das absolute leichter Lebenknallerpreis. Der leichter Lebenknallerpreis, denn man kann auch bei dir im Internet weiter bestellen. Da kostet das Set 51 Euro, hier für Sie zu Hause 39 Euro. Aber jetzt noch mal zum Schutzengel natürlich. Genau, und zwar ist es sogenannt eine Erzengel-Sigille. Sigille, wissen einige, sind Siegel. Damit arbeitet man ja auch in der Magie, in der Engelmagie. Und diese Sigillen, die gehen auf König Salomon zurück. König Salomon kennt man, es ist der weise König, der als Sohn von König David, vielen sicherlich aus der Bibel, bekannt ist. Und man weiß von ihm, dass er auch ein großartiger Lichtarbeiter, ein großartiger Aufstiegsarbeiter war und eben auch mit Wesenheiten gearbeitet hat. Unter anderem hat er auch gewisse Wesenheiten zur Wunscherfüllung, hat er auch in einem Bronze- respektive Kupfergefäß gebunden, aber er hat halt auch mit den Erzengeln gearbeitet. Und man sagt, dass diese Sigillen in der Tat auf König Salomon zurückgehen. Und auf diesen Sigillen sind vier Wörter, vier Wörter und die heißen übersetzt einmal, also Michael heißt natürlich, vielen lieben Dank, Andrea. Michael, alles wunderbar. Jetzt macht sich Michael hier aber... Vielen lieben Dank, Andrea, super gemacht, ja. Michael, selbstständig. Und zwar, genau. Der wollte das jetzt nicht. Genau, genau. Also, Michael bedeutet übersetzt, wer ist wie Gott. Dann haben wir noch Athanatos. Athanatos heißt übersetzt Unsterblichkeit. Dann haben wir noch Sadai und Sebajot. Das heißt einmal, ich muss es ins Deutsche übersetzen, Felder. Einfach, dass nicht nur man selbst und die Lieben geschützt werden, sondern auch die Lebensfelder von einem. Und natürlich auch noch Herrscharen, sprich die Legionen von Erzengel Michael. Also da wirklich ein Rundumschutz. Und ich habe diesen Aufkleber bei mir auf dem Geldbeutel. Ich habe den im Auto, ich habe den auf dem Laptop, ich habe den auf dem Mobilfunktelefon. Und wie du ja eben schon erwähnt hast, er hat wirklich für mich auch eine ganz, ganz starke Wirkung auch jetzt schon gezeigt, indem er uns halt auch einfach bei einem Autounfall wirklich geschützt hat. So geschützt hat, dass wirklich nicht nur physisch wir schadfrei geblieben sind, sondern auch das Auto. Und ich meine, das mit dem Auto hätte man alles verschmerzen können, weil das ist alles ersetzbar. Genau. Aber wichtiger ist, dass bei euch im Grunde genommen die schützende Hand drüber war. Genau. Das ist nicht das Einzige. Also hier haben Sie auf jeden Fall den Vorteilspreis von 39 Euro. Sie können sich aber auch mit im Grunde genommen der Energie des Aufstiegs beschäftigen. Und da geht es um diesen Wasserkristall. Das ist eine Marmorplatte, ein Marmorschmuckstück, handgemacht, echtes Marmor, mit echt Gold verarbeitet, einem energetisierten Kristall. Und auch hier ein super Preis, nämlich anstelle von 149 Euro für 99 Euro. Also darüber haben wir ja gerade eben noch geredet, welche positive Wirkung das hat. Du bist ja morgen nochmal da. Genau. Und willst ja morgen auch nochmal Produkte vorstellen. Kleine Vorschau, was wir morgen gerne haben? Und zwar Essenzen, und zwar unter anderem die Christus und Mahatma-Essenz. Mahatma, kennen einige, ist die höchste Energie, die im Moment auf dem Planeten ist. Also das sagt nicht nur ich, sondern kann man unabhängig von mir im Netz nachlesen. Und liebe Andrea, ich bin seit August der offizielle Hüter der Mahatma-Energie, aber da werden wir gerne morgen nochmal drüber sprechen. Auch hier also, nehme ich mal an, ein absoluter leichter Lebenpreis. Man kann sich im Internet informieren und dann kann man schon mal sehen, was man sparen kann. Und eben, das Thema Sparen ist natürlich auch ein Aspekt der Fülle. Und deswegen haben wir auch den Meister der Fülle morgen mitgebracht als Statuette, wo
man auch eine Kerze oben reinstellen kann. Also es lohnt sich, unabhängig davon, dass es sich so oder so mal lohnt, bei Leichter Leben einzuschalten, lohnt es sich morgen natürlich noch mehr oder besonders noch auch da einzuschalten. Genau, weil es sind tolle Preise, die Song von Lux auch da wieder mitgebracht hat. Also morgen geht es nochmal um zwei weitere Produkte und Sie denken dran, Sie kriegen natürlich alle Informationen auch zu deinen Produkten im Internet. Allerdings sollten Sie heute wirklich bestellen unter der eingeblendeten Telefonnummer, denn im Grunde diese Preise, und da kann ich noch einmal sagen, das Wasserkristall des Aufstiegs anstelle von 149 Euro für 99 Euro und hier nochmal das Christus-Set, auch das gibt es heute wirklich anstelle von 51 Euro für 39 Euro. Und ich finde es ja immer ganz schön, wenn ihr wirklich unseren Zuschauern, die ja auch spüren, ob sie das brauchen. Mhm. Ich sage immer, wie ich es vorhin ja auch gesagt habe, man wird angesprochen oder nicht. Dem einen gefällt das so, dem anderen gefällt das so. Mhm. Aber ich bin mir sicher, durch deine Geschichten haben viele ja, die Energie auch nicht nur gehört, sondern ebenfalls gespürt. Freue mich auf morgen, mein Lieber. Sie sollten auf jeden Fall jetzt noch mal zuschlagen, Nummer aufschreiben, weiter bestellen. Und gucken wir noch mal gemeinsam auf den Spruch des Tages. Und Gabi, vielleicht kommst du noch zu uns. Der Weg zu allem, genau, der Weg zu allem Großen geht durch die Stille. Das hat er gesagt, der Herr Nietzsche. Das war's für heute. Guck mal, wie wir aussehen, ja, oder? Also eine super Harmonie. Guck mal, wie geht das mit den drei Affen? Was mache ich jetzt? Die Ohren. Bis morgen. Tschüss.